Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu den Tagesbotschaften. Vielen lieben Dank hier an dich persönlich, ein riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch. Ich starte jetzt einmal direkt für dich. Alle Kartendecks findest du in meiner Infobox aufgelistet, sowie diverse andere Dinge, die ich hier anbiete. Des Weiteren findest du mich auf meiner Website. Wir haben den Stern und wir haben die Königin der Münzen. Wir haben den Spiegel, die Neun der Luft. Die 7 des Feuers, die 1 der Erde und wir haben die 1 des Feuers. Hier sind sehr viele Karten rausgefallen. Ich schiebe das hier noch ein bisschen zur Seite, damit du das alles sehen kannst, dass es auch hinpasst. Wir haben die Sense, wir haben den Hund, wir haben den Stern, die männliche Person. Wir haben das Kind, den Storch, noch eine weitere männliche Person, die Hauptperson aus dem Lennemann-Deck. Wir haben die weibliche Person, die Rivalin. Wir haben den Baum, wir haben die Würfel und den Fuchs. Ich muss das hier noch ein bisschen höher schieben, sonst passt der weitere Tag hier nicht mehr hin. Sie gleich alle jeweils in die Kamera für all die, die hier neu sind und das nicht wissen. Ich möchte noch eine Karte raus. Wir haben Lass dir von Freunden helfen. Gib deiner Beziehung eine Chance. Trennung. Sich gegenseitig kennenlernen. Du verdienst es, geliebt zu werden. Liebe. Verspieltheit, telepathische Verbindungen,
Erfolg. Und wir haben die Überfülle, eine große Liebe steht vor deiner Tür. Noch eine Karte. Wir haben das Gericht. Wir haben den Bube der Stäbe. Und wir haben den Stern. Hier geht es um eine göttlich geführte Verbindung. Wir haben zweimal den Stern und wir haben das Gericht. Es geht hier um eine Seelenverbindung zwischen euch. Ich gehe einmal weiter auf den darauffolgenden Tag. Wir haben die 5 der Kelche. Und wir haben das Rad des Schicksals. Sehr hohe Arkane an den zwei Tagen hier, die sich zeigen. Wir haben die 2 der Luft. Der Priester. Der Ritter des Feuers. Und wir haben der Bube der Erde. Karten kannst du nicht mehr sehen, dann lege ich das hier so hin. Wir haben die Eulen, wir haben die Entscheidung, wir haben also die Wege, wir haben die Lupe, das Haus, das Buch, das Schiff, den Sarg, den Schlüssel und die Sonne. Dies könnte der Richtige oder die Richtige sein. Deinen Seelengefährten herbeirufen. Noch eine Karte. Die 8 der Kelche. Der Mond. Und wir haben die Gerechtigkeit. Dein Hilferuf ist schon angekommen. Und wir haben die Zeit. Vorab, was ich hier bekomme für diese 2 Tage, bevor ich hier einmal starte. Für all die, die hier schon wirklich sehr, sehr lange warten, ist einmal gravierend Themen seitens deiner und deines Gegenübers hier in die Heilung zu gehen, eine Transformation zu beginnen. Denn aufgrund, dass wir hier sehr hohe Arkane haben, das heißt die Gerechtigkeit, das Rad des Schicksals, den Stern, den wir hier zweimal haben. Es geht hier um eine göttlich geführte Verbindung, wie ich das zu Anbeginn schon sagte. Und hier geht es wirklich darum, sich bewusst auch leiten zu lassen.
Ja, ganz, ganz wichtig. Ich starte jetzt einmal für dich irrelevant, wie du hier schaust. Solltest du von Frau zu Frau, Mann zu Mann schauen, bitte ich dich diesbezüglich einmal umzudenken. Wir haben hier gravierende Themen. Und zwar zeigen sich hier zwei männliche Personen. Es könnte hier sein, ich bekomme hier mehrere Szenarien, dass man sich hier von einem Freund helfen lässt. Des Weiteren könnte es sein, da sich hier eine Affäre zeigt, eine weitere männliche Person. Definitiv geht es hier um eine Verbindung, wo eine männliche Person, das heißt dein Wunschpartner oder eben wo du derzeitig in einer Verbindung bist. Ja, insbesondere was die männliche Person beinhaltet. Das bekomme ich hier. Ja, also es könnte sein, dass hier jemand erneut in dein Leben kommt. Trotz alledem, wenn du auf deinen Wunschpartner, Wunschpartnerin wartest. Des Weiteren ist es aber so, dass hier mehrere Personen involviert sind. Es könnte auch sein, dass du jetzt nochmal jemanden kennenlernst, ja, bevor hier klar eine Entscheidung zugunsten deiner getroffen wird. Also ich bekomme hier wirklich mehrere Szenarien. In einer Verbindung, was man hier ganz klar sehen kann, die männliche Person befindet sich hier in einer Verbindung. Ist hier sehr vielen Themen ausgesetzt, ja, beruflichen Stress, Druck seitens der Familie, Stress, Druck, hohe Belastungen. Hier zeigt sich eine Person, die einmal, darauf komme ich gleich, für Mutter, Schwiegermutter, ähnliches stehen könnte, ja, eine ältere weibliche Person. Familiäre Themen zeigen sich hier bewusst, ja. Des Weiteren handelt es sich hier für dich als Person oder was dein Gegenüber beinhaltet. Hier geht es um Wohlstand, Sicherheit. Es geht um eine Person, Partnerin und eben familiärerseits die Mutter der Partnerin oder die Mutter deines Gegenübers oder eben von dir, je nachdem, wie du hier schaust. Diese Person strebt absolut ihre Sicherheiten an. Hier geht es um Sicherheiten, die diese Person nicht aufgeben möchte. Agiert aus dem Hinterhalt heraus. Ja, das bekomme ich hier zuerst mit der Königin der Münzen. Steht für Partnerin, Mutterthema, ja, je nachdem, wie du hier schaust. Schwester, Mutter, Schwiegermutter, ähnliches. Schau bitte ganz genau auf deine Situation, da es eine allgemeine Legung ist, hier nicht auf jeden zutreffen kann. Ja, es zeigen sich sehr viele Themen. Wir haben hier den Stern. Der Stern spricht einmal, dass man hier innerlich wie äußerlich einmal in die Heilung, in die Reinigung gehen darf. Ja, das heißt, Räumlichkeiten, du darfst dich hier einmal befreien, indem du hier wie in eine Entgiftung gehst, ja, dich aus Themen seitens familiär oder eben dadurch hier auf deinen Wunschpartner, Wunschpartnerin eben wartest, ja, was hier ganz klar zu sehen ist. Hier gibt es aber mehrere Themen, die hier insgeheim gehalten werden, die hier verborgen sind, ja. Des Weiteren ist diese Karte, dass du hier aufgrund des Themas, dass es eine göttlich geführte Verbindung ist, ja, du bekommst hier nochmal bewusst eine Person geschickt. Diese Person könnte jünger als du sein. Hier haben wir die Affäre im Lenormand, die männliche Person. Ich zeige dir das einmal in die Kamera. Und eben das Kind, ja, könnte auch als ein Kind von dir stehen. Hier könnten Kinder involviert sein. Ich bekomme hier ein Paar, was derzeit hier, wo man sich trennen möchte, man möchte hier absolut in den Neuanfang. Hier benötigt es sehr viel Kraft. Wir haben hier eine transformatorische Phase derzeit, ja, die von oben aber so gewollt ist. Hier haben wir eine Person, die hier plötzlich auch in dein Leben kommt, ja, plötzlich, wir haben die Sense hier einmal von oben so gewollt, wie ich das eben schon sagte, diese Person könnte jünger als du sein, ja, schau bitte einmal, was das speziell für dich jetzt hier beinhaltet, des Weiteren könnte es aber auch sein, dass man sich hier von Freunden helfen lässt, ja, da müsstest du bitte für dich hier einmal schauen. Für all die hier ein Thema haben, gravierend mit der Heilung, bekommen bewusst hier jemanden in ihr Leben geschickt, aufgrund, dass man hier genau hinschauen sollte. Ja? Und dies ist ein Seelengefährte, es könnte sogar eine Zwillingsseele sein, je nachdem, da wir hier hohe Karten haben. Diese Person
spiegel dich hier einmal. Ja, du wirst hier durch diese Person getriggert oder eine Person im freundschaftlichen Kreis möchte dich an eine gewisse Seelenpartnerschaft erinnern. Das bekomme ich hier bewusst, ja, mit dem Spiegel. Ich bekomme hier einerseits für Personen, die hier absolut in ihrer Transformation sind, dieses auch durchhaben. Ja? Ich bekomme auch den gewissen goldenen Schlüssel, dass du hier weißt, dass du in deiner Macht bist, dass du weißt, was du möchtest, denn du repräsentierst einmal die Eins der Erde. Ja? Steht hier für eine weibliche Person, die ganz genau weiß, was sie möchte. Ich bekomme sehr viele Sehnsüchte aufgrund der Wunschpartner. Ja, also man hat hier sehr viel Sehnsucht nach dir. Du solltest hier bitte ganz genau schauen. Ja, du wirst hier auch gewarnt, einmal mit der Eins des Feuers. Wir haben hier Verletzungen. Ich bekomme Erpressungen. Ich bekomme sehr viel Druck, insbesondere des Beruflichen hier, des Finanziellen. Ja, denn die Person, die sich hier gezeigt hat, hier geht es um das Finanzielle. Die Königin der Münzen, ja, und sie möchte natürlich deinen Partner, Wunschpartner, ja, es geht hier wirklich um eine 3x-4x-Konstellation, ansonsten, wenn du hier als Single schaust, ja, wird dich hier jemand begegnen, davon kannst du ausgehen. Diese Person lässt es nicht zu oder wird es nicht zulassen, dass man hier die Sicherheiten aufgibt, ja, also hier gibt es einen gewissen Kampf, aufgrund, da man hier noch Mutter, Schwiegermutter, Personen hat, die hier genau darauf achten, ja, bevor sich diese Person hier lösen wird, ja. Wir haben das Risiko, was hier eingegangen wird. Hier ist schon ein gewisser Hinterhalt, worauf man auch kommt, dass betrogen wurde, dass Geld unterschlagen wurde, dass man betrügt. Es könnte auch sein, dass diese Person hier eine Affäre hat mit einer weiteren Person, ja. Wir haben die 7 des Feuers. Absoluter Druck, Erpressungen. Hier versucht man rauszukommen. Also ich bekomme es hier bewusst so, dass man hier derzeit so unter Druck gesetzt wird. Ja? Aus dem Grund greift das Universum jetzt hier ein. Dass man einfach sich hier nicht befreien kann. Ich bekomme auch mehrere Personen, wie du es auf der Karte hier schon sehen kannst, ja? Die hier Druck ausüben. Dass man die männliche Person, ja, hier ist zweimal die männliche Person gefallen. Schau bitte ganz genau auf deine Situation. Es könnte auch sein, dass die weibliche Person hier in diversen Themen steckt. Ja, deswegen solltest du bitte ganz genau schauen. Die weibliche Person ist hier auch mehrmals gefallen. Aber insbesondere bekomme ich hier einen Kontakt, wo die männliche Person noch in einer Verbindung sich hier befindet, wo wirklich Druck ausgeübt wird, wo Beobachtungen sind. Wir haben hier Schattenthemen. Man lauert hier auf, man überprüft ganz genau, was man hier aber auch im Verborgenen hält. Ja, und das könnte jetzt einmal auffallen aufgrund dieser hohen Karten, die sich hier zeigen. Ja, also man bekommt es hier schon mit. Es kann nicht mehr hier auf kurz oder lang geheim gehalten werden. Denn wir sehen hier ganz klar bei der männlichen Person, dass die weibliche Person hier aus dem Hinterhalt agierend ist. Das heißt, die Karten liegen nah beieinander, dass die männliche Person jetzt das Risiko eingeht, auch nicht mehr abwägt. Ja? Hier geschieht etwas, wo dann gewisse Themen auffallen. Das heißt, in einer heimlichen Verbindung, solltest du dich in einer Affäre befinden, sollte hier noch zwecks in dieser Verbindung hier noch jemanden geben, wo man eine Affäre hat, ja, dann fällt das jetzt auf. Es kommt definitiv raus, da das Universum dafür sorgen wird. Des Weiteren haben wir hier Träume. Wir haben hier den Mond, ja, was ich gravierend für Ängste auch bekomme, aber auch Themen, wo hier nochmal Erinnerungen kommen. Ja, solltet ihr hier schon über Monate lang getrennt sein, hier kommen Erinnerungen. Durch Träume, du träumst, dein Gegenüber träumt. Ja, also hier gibt es gewisse Themen, was der Spiegel auch hier ganz klar aussagt.
Und man möchte einfach nicht mehr diese Verletzungen, was hier in dieser Partnerschaft oder eben bei dir in dieser Partnerschaft stattfindet. Hier geht es ganz klar um Herzheilung, Themen in der Kindheit hier zu heilen. Einem wird bewusst, dass man hier einen gravierenden Fehler begangen hat. Wir haben, du verdienst es, geliebt zu werden, du bist liebenswert. Ja? Und das wird jetzt immer mehr und immer mehr bewusst. Sich gegenseitig kennenlernen, indem ihr einander euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung. Das heißt, aufgrund dessen, dass hier Themen kommen, dass man hier getriggert wird, aufgrund Träume, aufgrund, dass einem Personen im Außen, vielleicht bekommst du hier Namen gesagt, vielleicht durch Lieder, durch Filme, durch egal was hier, du wirst hier definitiv aufgrund, da das Universum, das Göttliche euch hier beisteht, in Erinnerung schwelgen, insbesondere an diesem Tag. Etwas geschieht hier, ja, wo man bewusst dann nochmal in das Thema hier rein katapultiert wird, dass man in die Heilung gehen darf, dass man in die Kraft kommen darf. Ja? Trennung, eine vorübergehende Trennung von deinem Partner ist in Sicht. Das heißt, ich bekomme hier bewusst, wir haben die Überfülle und den Stern, was ich hier schon eben mehrfach sagte, eine große Liebe steht vor deiner Tür. Ihr wart bislang in Trennung. Man hat sich hier schweren Herzens trennen müssen, aufgrund, dass man hier diesen Themen unterlegen ist. Ja, das sind gravierende Themen. Also ich bekomme hier schon sehr negative Energien, ja, in dieser Partnerschaft, in diesem Thema, wo du oder dein Gegenüber dich befindest. Man ist hier mit schweren Herzens gegangen und möchte jetzt wieder in den Kontakt zu dir, ja. Und hier wird man dich bitten, gib deiner Beziehung eine Chance, arbeite an deiner Partnerschaft, ja. Und diese Person wird natürlich immer und immer wieder darum bitten, aufgrund des Materiellen hier, ja. Um natürlich ihre Stabilität im Außen nicht zu verlieren, ja, denn dann steht sie ja mit nichts da, ja. Also man hält hier wirklich an einer Partnerschaft fest aufgrund der Finanzen. Was ich hier nochmal durch diese Karte, was ich zu Anbeginn schon sagte, gibt deiner Beziehung eine Chance. Ja, es könnte sein, dass du hier in einer neuen Liebe bist, diese Person aber hier verwickelt ist, noch in einer Partnerschaft sich befindet, denn hier zeigt sich eine Person, die definitiv noch in einer Partnerschaft ist. Ja, also es könnte hier sein, dass du einem neuen Menschen begegnest, bis diese ganze Thematik geklärt ist, bewusst aufgrund dessen, da man noch nicht alles geheilt hat, da man hier noch mal tiefer schauen sollte. Ja, aber ich bekomme auch die absolute Festigung zwischen euch. Etwas wächst hier. Etwas wächst langsam, es braucht Zeit, aber umso tiefer wird dann diese Verbindung sein zwischen euch. Ja, des Weiteren könnte es sein, wie gesagt, was ich eben sagte, dass du hier in einer Konstellation bist, in einer neuen Liebe, du aber wiederum hier noch jemanden hast aus der Vergangenheit und diese Person möchte jetzt auf dich zukommen, ist hier jünger als du und möchte dich um eine Chance bitten, ja, diese Person hier zu vergeben. Aufgrund der Träume, aufgrund Themen, die man hier immer und immer wieder gespiegelt bekommt, erinnert sich diese Person an dich und möchte hier zurückkommen. Ja. Also da solltest du bitte schauen, in welcher Situation du dich befindest, ob du hier mit Zweien in Kontakt bist oder ob du einer neuen Person begegnest oder vielleicht auch Single bist, damit überhaupt gar nichts zu tun hast. Ja. Dann gibt es hier ebenfalls Themen bei dir, wo du eben mit Freundschaften, mit Mutter, mit Schwiegermutter aus vergangenen Partnerschaften hier eben noch Themen hast, weil das sind alles die Themen, die sich hier zeigen, ja. Dennoch wirst du hier jemanden begegnen. Dann könnte es aber auch sein, dass man hier in einer Konstellation ist, einmal hier noch jemanden zu Hause hat, dass man hier vielleicht die Mutter pflegt oder dass man eben hier noch nicht ganz unabhängig ist, ja, von diesen ganzen Themen. Also hier sind Altlasten, ja.
Lass dir von Freunden helfen, bitte andere um Unterstützung. Und so ist es in dieser Konstellation hier, ja, wenn du für deinen Wunschpartner, Wunschpartnerin schaust, man lässt sich hier jetzt von Freunden helfen, man bekommt auch gewisse Klarheiten, ja, also hier hilft auch jemand, der genau hier schaut, ja, welche Lösung, welchen Weg kann man gehen, wie kommt man hier raus aus dieser Partnerschaft, ja, kann ich das Risiko so eingehen, ja. Man geht aber hier das Risiko ein, denn es liegt schon hier. Ja, ich bekomme hier nicht mehr, dass man irgendwie mit einer Situation jongliert, da wir den Fuchs haben bei der weiblichen Person. Ja, ich hätte das einmal nochmal in die Kamera hier. Hier geht es um die Rivalin, die hier aus dem Hinterhalt agiert. Und ich bekomme hier auch bewusst, da wir die Finanzen haben, hier könnten Gelder unterschlagen werden. Ja, deinem Gegenüber wird das immer mehr und immer mehr klarer, da wir die Sonne haben. Wir haben die hohen Karten und wir haben eben auch den Schlüssel hier, ja, wo man sich offenbaren wird. Also hier gibt es schon gravierende Themen. Ich bekomme auch, dass man sich öffnet in Bezug auf eine Verbindung, was dich beinhaltet. Ja. Wir haben Überfülle, eine große Liebe steht vor deiner Tür. Könnte auch sein, wir haben das Haus hier, ja. Wir haben hier die Sense, plötzlich steht hier eine Verbindung aus deinem vergangenen Leben, ja. Das mag hier schon sehr, sehr lange her sein, steht dann plötzlich vor deiner Tür und möchte mit dir den absoluten Neubeginn. Du bist aber längst in einer ganz anderen Partnerschaft hier oder du bist eben in einer ganz neuen Liebe hier, ja. Liebe, wenn Liebe die Antwort ist, wozu nur Fragen stellen? Habe bitte diesbezüglich in deiner Seelenverbindung, deinem Wunschpartner, Wunschpartnerin hier absolutes Vertrauen. Ihr seid telepathisch miteinander verbunden. Er oder sie denkt gerade an dich und liebt dich. Sei dir dessen bitte bewusst. Erfolg, hab Vertrauen. Ja, hier geht es wirklich bewusst um das Vertrauen. Solltest du derzeit nicht im Vertrauen sein, schau, dass du in die Heilung kommst. Warum hast du kein Vertrauen? Ja, wurde dein Vertrauen vielleicht in der Kindheit missbraucht, dass du Angst hast, hier Vertrauen auf diese Verbindung zu haben? Welche Themen hast du? Schau bitte ganz genau hin, dass es hier transformativ vonstatten für dich gehen kann. Ja, absolut wichtig, da der Heilungsbaum hier liegt. Erfolg, hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Und schau, dass du hier in die Verspieltheit kommst. Absolut wichtig, dieses leicht zu nehmen, ja. Versuche keinen Druck auf dein Gegenüber hier auszuüben, da wir schon ganz klar den Druck hier haben. Du repräsentierst dich einmal als eins der Erde. Du bist hier eine verständnisvolle Person. Ja, aus dem Grund sehnt man sich ja auch nach dir. Diesen Druck, den dein Gegenüber hier oder du ausgesetzt bist, ja, vertraue bitte darauf, dass man sich hier aus dem Thema winden wird. Denn wir haben hier die Überfüllung und eben die telepathischen Verbindungen. Vertraue darauf, ja. Es wird hier auch ein plötzlicher Kontakt stattfinden, ja. Ich bekomme auch ganz klar, dass man sich hier losreißt aus einem Thema, ja. Da, ich muss es noch einmal wiederholen, das Göttliche, das Universum sorgt hier dafür, ja. Du bist auch mit der Neuen der Luft in deiner Gelassenheit, du bist hier angekommen, du hast hier geheilt, ja. Du hast hier dadurch etwas in Bewegung gesetzt, ja, das bekomme ich hier. Dann haben wir noch Themen, absolut auf die Verspieltheit, ja. Da wir den Spiegel haben, schau bitte insbesondere, solltest du dich hier nicht wohlfühlen. Absolut wichtig, in die Heilung zu gehen. Warum fühlst du dich nicht wohl? Warum bist du genau jetzt in dieser Situation? Warum bekommst du hier immer und immer wieder jemanden geschickt, damit du lernst, damit du aufwachst, ja. Das geschieht bewusst. Komm bitte in deine Leichtigkeit, solltest du hier nicht in deiner Leichtigkeit sein. Für all die, denen es hier wirklich sehr, sehr schlecht geht, ist es wichtig, anzunehmen, in die Annahme zu kommen, Vertrauen zu sich selbst zu finden, hier in die absolute Liebe zu sich selbst zu gehen. Erst dann kann hier eine Entwicklung geschehen. Absolut wichtig, ja. Vergnügt euch miteinander, vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Und darum geht es, meine Liebe, mein Lieber. Hier sich selbst zu lieben, sich so anzunehmen, wie man ist. Da ich das nochmal mit dem Spiegel hier bekomme, für all die, die hier wirklich noch nicht in der Heilung sind, ja, wo kürzlich denn etwas geschehen ist, es geschieht nicht umsonst, ja. Alles hat
hier seinen Sinn. Du bekommst genau diese Person geschickt, damit du dich transformierst, ja? Damit du Klarheit bekommst, damit du in deine Kraft kommst, damit du dich letztendlich angekommen fühlst. Ja? Denn solange du nicht in deinem Selbstwert bist, dich nicht so liebst, wie du es geschenkt bekommen hast, ja, nicht zu dir selbst stehst, kann hier nichts geschehen, meine Liebe, mein Lieber. Und so ist es in jeglicher Hinsicht, egal ob du auf die Liebe, auf das Finanzielle schaust, für die Gesundheit schaust, absolut wichtig, hier in das Vertrauen zu gehen, ja, dass dein Weg geführt, geschützt und geebnet ist. Wir haben den Stern, noch einmal, ja. Also hier geschieht gravierend etwas, ja, damit man lernt. Hier könnte es sein, dass man hier noch Themen hat, eben gerichtlich, wegen Kinder hier, was einleiten muss, ja, dass man hier aber bewusst etwas beenden möchte. Wir haben den Sarg, der hier für nicht nur Transformation steht, sondern eben auch, dass ein gewisser Zyklus jetzt beendet wird. Ja, dass man rausgeht aus den Themen. Man möchte hier raus, man möchte sich befreien. Druck, Stress, Belastungen, beruflichen, in einer Partnerschaft, ja, wo es dann auch noch um eventuelle Immobilien geht, ja. Dass man das eben noch da mit gewissen Personen klären muss. Aus dem Grund bekommt man ja Hilfe, ja, von außen oder eben freundschaftlich, ja, dass einer da ist, um, dass man die gewisse Unterstützung bekommt. Also hier helfen Personen im Außen, ja, dass man die Unterstützung erhält, dass man sich hier befreien kann aus dieser Partnerschaft, die ja nur aus Materiellen hier besteht. Eben noch Ängste, ja, hier in der Gesellschaft nicht zu versagen, da man eventuell in der Öffentlichkeit steht, ja. Also wir haben hier schon gravierende Themen, dass hier noch andere Mitspracherecht haben. Noch einmal für dich, ja, eine ältere Dame hier könnte Mutter sein, Schwiegermutter sein, ja, oder eben ältere Schwester, wobei ich das wirklich mehr für Schwiegermutter-ähnliches bekomme. Ganz genau hier bitte schauen. Und wir haben das Gericht, dass man hier gerichtlich noch Themen hat. Ja, dass es hier um gewisse Klagen geht. Wie gesagt, Sorgerechtsstreitigkeiten. Und hier sind aber Menschen, die helfen möchten. Ja, sei es ein Rechtsbeistand, dass man hier einen Rechtsanwalt hat oder ähnliches. Ja, wo es dann auch noch Freunde gibt, die einem hier helfen, unterstützen in dieser ganzen Situation. Und wir haben den Bube der Stäbe, ja. Und diese Person bekomme ich bewusst hier, dass man von außen Unterstützung erhält. Insbesondere könnte hier stehen für eine juristische Angelegenheit, ja, dass man hier wirklich vors Gericht muss, aufgrund dessen, da hier Gelder unterschlagen wurden, da man ohne Druck nicht mehr an diese Personen hier ran kann, ja. Also ich bekomme gravierende Belastungen hier, sehr, sehr starke Belastungen, denen man derzeit ausgesetzt ist, ja. Und hier hilft jemand, also hier hat man den Beistand, wo eben geholfen wird, dass das alles hier in die Balance kommen kann, ja. Also ich bekomme schon gerichtliche Klagen, ja. Insbesondere auch, vielleicht hat man hier heimlich eine Affäre und man hat eben diese Partnerin, hier hat noch jemanden, ja, und das fällt jetzt alles auf, ja. Und die ganze Zeit war man natürlich in dieser Gutgläubigkeit und hat natürlich hier Vertrauen gehabt. Aber wir haben ganz klar die Würfel, dass dieses Jonglieren jetzt auch in Heilung geht und dass man das Risiko eingeht, ja. Also hier ist schon einiges passiert, wo man wirklich Klarheiten bekommt, ja, dass man hier hintergangen hat, entweder betrogen, belogen, Gelder unterschlagen hat, ja, denn diese Person weiß ganz genau, wie sie hier vorgeht, ja, und diese Person ebenfalls. Ich schaue einmal weiter auf den darauffolgenden Tag. Und hier zeigt sich das Rad des Schicksals. Es gibt hier eine Wende zwischen euch, ja. Jetzt kommt etwas in Bewegung. Ich habe hier schon gewisse Kontakte, wo man eben, was sich auch hier ganz klar zeigt, wo man eben Erinnerungen hat oder wo dann plötzlich derjenige da ist, ja, hier vielleicht plötzlich bei dir zu Hause steht, ähnliches. Ja, hier gibt es eine Veränderung. Und hier sind nochmal die Lernaufgaben. Das Rad des Schicksals beinhaltet hier auch karmische Lernaufgaben. Und das sagte ich
vorhin, ja, dass du hier genau schauen solltest, ja, wo liegen deine Verletzungen, was darfst du hier noch heilen, ja, für all die hier wirklich noch einmal tiefer schauen sollten, es könnte natürlich auch diese Person hier beinhalten, ja, dein Gegenüber, dass man da noch mal schaut, wo sind hier noch Themen, warum bekomme ich hier schon wieder jemanden geschickt, ja, oder warum geschieht das jetzt gerade, ja, warum bin ich in dieser Lage derzeit? Und hier geht es um einen Zyklus, ja, etwas darf hier beendet werden, um hier letztendlich absolut diese Fülle zu leben, was ich vorhin schon sagte. Lernaufgaben, Veränderung, ein neuer Zyklus steht jetzt an für dich, ja. Und wir haben die fünfte Kelche und hier geht es ebenfalls um Neuigkeiten, Ende von Trauer, von Verlust, gewisse Sorgen. Ja, ich sagte ja, hier ist man schon in einem Thema drin, wo man das alles klärt, nur derzeit hier eben so viel Stress und Belastungen ausgesetzt wird, was sich hier auch nochmal klar zeigt, dass wir hier eben den Bube der Erde haben. Ich bekomme bewusst, dass man hier beobachtet wird, dass hier Schattenthemen sind, einmal entweder hier in der Kindheit, ja, du solltest bitte ganz genau schauen, alles das, was ich hier schon sagte und eben auch, dass man hier beobachtet wird, bewacht wird. Diese Frau, diese Person schaut hier ganz genau, ja, auf dich oder dein Gegenüber. Entweder ist es deine Mutter, dann die Mutter deines Gegenübers oder ist es hier eine Tante, ist es hier, ja, im familiären Kreis gibt es hier jemand. Dennoch könnte es auch eine Chefin sein. Ich bekomme es aber bewusst auf diese Personen hier, ja, dass diese Personen zusammenarbeiten. Nicht im Beruflichen, sondern was das Finanzielle anbelangt, was deine Wunschpartnerschaft anbelangt, ja. Denn bedenke bitte, wir haben hier den Fuchs, wir haben den Verlust, wir haben den Hinterhalt, ja. Und wir haben einmal die Karte der Priester. Und hier gibt es plötzlich ein Treffen, plötzlich eine Kommunikation. Es könnte auch hier eine Begegnung sein, wo ihr euch plötzlich begegnen werdet, ja. Aber ich bekomme hier auch, dass diese Person hier vielleicht gerade um eine Ecke steht, irgendetwas beobachtet, ein Telefonat belauscht. Denn wir haben das Verborgene hier, es kommt hier etwas raus. Oder eine Nachricht vielleicht hier löschen möchte, sehen möchte und wird dabei erwischt. Ja, hier wird jemand ertappt bei einem Gewissen, dass man stalkt oder eben da man gerade hier vielleicht etwas verheimlichen möchte, schau bitte ganz genau auf deine Situation. Das kann ich dir hier in dieser allgemeinen Legung leider nicht sagen. Und wir haben die 2 der Luft. Und hier bekomme ich Kreation, ja. Also hier geht es darum, dass, was ich eben schon sagte, dass hier jemand ist, vielleicht gerade um die Ecke steht, hier gewisse Dinge beobachtet. Im Job könnte es hier sein, dass man Themen hat, dass irgendwas nachgeahmt wird. Ja, da solltest du bitte ganz genau hinschauen, denn hier geht es um Kreation. Du hast hier etwas kreiert. Des Weiteren geht es hier darum, dass durch einen zufälligen, es gibt keine Zufälle, es fällt dir zu, ja, und das bewusst, da wir hier Themen haben, wir haben auch hier nochmal die Gerechtigkeit, das wird jetzt Gerechtigkeit walten, ja, ich sagte ja, wir haben sehr, sehr hohe Arkane und dass man hier in dieser Situation, in Kombination mit dem Ritter des Feuers, dass du vielleicht oder dein Gegenüber jetzt auf die Idee kommst, ich fahre jetzt mal hinterher, ich schaue jetzt mal. Ja, irgendwas, entweder wird diese Person, ja, plötzlich erwischt, irgendwas geschieht hier. Man kontrolliert auch, ich bekomme sehr viel Kontrolle, man schaut ganz genau nach, ja, vielleicht in Fahrtenbücher, in geheime Bücher, in geheime Unterlagen, in Akten, ja, man schaut hier nach. Und jetzt kommt diese Person aber auf die Idee, ja, wie aus dem Nichts und schaut jetzt hier mal ganz genau nach. Ja, und so kommen die Dinge hier ans Licht. Jetzt geschieht etwas, wo man plötzlich, ja, hier auf eine Idee kommt. Diese Karte zeige ich dir auch nochmal. Und hier gibt es einen Ausbruch, ja. Also etwas Plötzliches geschieht hier, wo man dann auch plötzlich aufeinander trifft. Vielleicht fährt dir jemand hinterher oder in der Firma ist plötzlich jemand da und es hat seinen Grund. Wir haben hier sehr, sehr hohe Karten, ja. Bedenke das bitte. Hier geschieht etwas, wo auch das Karma zuschlägt. Ja, wir haben das Rad des Schicksals und wir haben die Sense. Hier geschieht etwas bewusst, ja, zugunsten deiner, dass hier etwas aufgedeckt wird.
Dann haben wir die Kommunikation, die sich hier ganz klar zeigt. Ja, plötzliche Kommunikation. Hier ist auch sehr viel Aufruhr. Sehr viel Aufruhr intern, sehr viel Streitigkeiten hier zu Hause aufgrund dessen, dass hier etwas aufgedeckt wird. Ja. Und da könnte es zum Beispiel um viel Geld gehen, denn wir haben die Königin der Münzen. Schau bitte insbesondere auf deine Situation. Es könnten belanglose Sachen hier sein, wo man dann erstmal hier genau hinterkommt. Ja. Was im Eigentlichen hier die ganze Zeit, ja, über einen langen Zeitraum eigentlich verborgen gehalten wurde. Es könnte mit einem Kind was zu tun haben, was lange Zeit hier im Verborgenen war. Es könnte um Betrug gehen, ja, das heißt, hier in eine Affäre gesteckt zu haben, in mehreren Affären gesteckt zu haben. Also hier kommt absolute Klarheit. Davon kannst du ausgehen. Und das geschieht hier durch einen Zufall. Ja? So wie es der Zufall möchte. Hier haben wir die Entscheidungen. Entscheidungen werden klar getroffen seitens einer außenstehenden Person. Das heißt, in juristischen Dingen hier. Ja? Aber auch das hohe Gericht, das Göttliche, das Universum greift hier ein. Wir haben die Balance, die Gerechtigkeit. Es wird Gerechtigkeit walten. Ja, wodurch du vielleicht in der Vergangenheit hier wirklich tiefe Ängste hattest. Hier sind Themen, noch einmal diese Karte, die 8 der Kelche, dass hier jemand beobachtet, verfolgt, jemanden unter Druck setzt, wo es um finanzielle Themen geht, ja, oder um moralische, das darfst du nicht, das gehört sich nicht. Solche Themen eben, ja, du kannst mich hier nicht alleine lassen. Doch, du kannst, ja, schau bitte auf dich. Also hier gibt es einige Themen. Wir haben mit dem Mond auch nochmal die starke Anziehungskraft zwischen euch. Hier zeigen sich auch sehr viele Ängste. Ja? Angst vor dieser Person, aus dem Grund nicht so geschaltet und gewaltet zu haben im Außen. Ja? Also hier sind gravierende Themen, meine Liebe, mein Lieber. Deinen Seelengefährten herbeirufen, deine Gebete, Affirmationen und Visualisierungen helfen euch zusammenzubringen. Du darfst hier ins Gebet gehen, du darfst visualisieren, ja. Dass du hier mit deinem Gegenüber in deine Partnerschaft, die göttlich geführt ist, hier noch einmal in deine absolute Kraft kommst. Dein Hilferuf ist schon angekommen, dein Gebet wird erhört werden. Und noch einmal, dies könnte der oder die Richtige sein. Du bist dem Liebespartner, den du suchst, bereits begegnet. Hier kommt die Kommunikation. Es könnte sein, dass man hier, ja, vielleicht im Verborgenen hier auf einer Reise war, hier eben was mit Geldern zu tun hat. Es könnte sein, dass diese Person etwas versteckt, familiärerseits, ja, was hier aber jetzt rauskommt. Verborgenes wird hier gelüftet. Es könnte in einer heimlichen Verbindung sein, dass man mit dem Partner, das heißt mit seiner Affäre, ja, hier geheim auf Reisen war. Das alles kommt jetzt raus. Wir haben derzeit sehr, sehr hohe Energien auch. Hier haben wir das Ende, ja. Es wird ein Ende hier sein mit einem Schrecken, ja, also hier sind schon so aggravierende Themen, ja, dass das erstmal verkraftet werden muss. Letztendlich wird es hier aber Zufriedenheit bringen, Kraft bringen in eurer Partnerschaft, ja. Und wir haben den Schlüssel, man öffnet sich dir, man wird dir etwas offenbaren. Und wir haben nochmal die Zeit, habe bitte Vertrauen, solltest du hier lange nichts von deinem Gegenüber gehört haben. Hier gibt es gravierende Themen, ja, bewusst wiederhole ich das hier immer und immer wieder. Allein die Zeit wird es zeigen, habe bitte Vertrauen, dass alles hier göttlich geführt ist, ja, dass du beschützt bist und dass hier immer mehr und mehr eben ans Licht kommt, damit man aufwacht. Es geht hier um das Erwachen, wo man dann eben hier durch diese Entscheidung, die man jetzt treffen wird, dass man die Entscheidung hier zu dir, den Kontakt sucht, dass man hier genau schaut, dass man zu Hause eben auch schaut auf die gewisse Stabilität, dass es hier nur um Themen geht, was letztendlich hier sehr, sehr viel Kraft gekostet hat, wo man raus möchte. Ja, Kinder könnten involviert sein, alles das, was ich vorhin schon sagte, ja, dass Sorgerechtsthemen hier noch geklärt werden, in einer Verbindung, wo keine Kinder sich befinden, ja, sind hier Kindheitsthemen, die in Heilung gehen dürfen, wo das Herz eben noch nicht offen ist. Wir haben wirklich hier nochmal gravierende
Schmerzen, was das Herz beinhaltet, das heißt, wo man noch mal schauen darf, ja. Und aus dem Grund werden dir hier immer und immer wieder Personen geschickt, damit du hier lernst. Es ist eine Lernaufgabe, dass du dich hier transformierst, entwickelst, in deine Erleuchtung kommst, in dein volles Bewusstsein. Ja, was möchten dir im Außen diese Personen dir spiegeln? Denn niemand kommt hier von ungefähr in dein Leben. Es könnten sich auch Themen hier sein, die sich vielleicht hier noch bis zum Sommer hinziehen werden. Ja, aber letztendlich habe bitte Vertrauen, dein Hilferuf ist schon angekommen. Ja, du darfst hier ins Gebet gehen. Also familiär sind hier schon Personen, die sehr viel Macht haben. So, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe, fühl dich umarmt. Bis dahin.